Ahoi Ninjas, der Mid-Season-Patch ist live und nicht nur dieser brachte viele Änderungen an den Klassenbalancing. Das Klassenbalancing hat sich im Vergleich zu vor der Season schon deutlich verändert. Bleibt dran, denn die beste Klasse ist nicht das, was ihr erwartet. Doch zuvor müssen wir uns erst einmal die Ranking-Grundlagen anschauen. Wir bewerten jede Klasse von 1 bis 5 in den folgenden Kategorien. Speed, die Fähigkeit möglichst schnell Höllenflut und Grubenstufen zu bewältigen. Leveln, die Geschwindigkeit und vor allem, wie angenehm es ist, mit der jeweiligen Klasse zu leveln. Casual, wie zeitintensiv und schwer die besten Endgame-Builds zu spielen sind. Endgame, wie gut die jeweilige Klasse alle Endgame-Aktivitäten meistert und der Gesamteindruck. Und als Bonuskategorie haben wir dann auch noch Fun. Allerdings läuft diese außerhalb der Konkurrenz, da ich diese rein subjektiv bewerte. Auf den letzten Platz, Rang 5, haben wir leider immer noch den Druiden. Es gab zwar viele Buffs, aber alle anderen Klassen sind einfach stärker und haben ebenfalls noch Buffs erhalten. Der schnellste Build für den Druiden ist der Bernardo. Im Levelbereich ist es immer noch mega nervig. Leider gab es hier überhaupt keine Anpassung, die irgendwie geholfen haben. Aufgrund, dass alle Klassen inzwischen extrem einfach zu spielen sind, landet auch der Druide im Casual-Bereich auf den allerletzten Platz. Vor allem aufgrund seiner extremen Behäbigkeit. Im Endgame bleibt er auch da ungeschlagen auf den allerletzten Platz. Bestes Endgame-Bild ist der Winch hier. Das ist zwar mega tanky, ist aber sehr langsam unterwegs. Höchster bestätigter Clear ist hier 123. Wichtig ist hier allerdings anzumerken, dass die höchsten Clears jetzt immer ohne Holy Bowl sind. Denn falls ihr es nicht mitbekommen habt, das Elixier der heiligen Bolzen wurde endlich genervt. Im Gesamtbereich somit keine Überraschung, der Druide weiterhin auf den letzten Platz, Rang 5. Und nicht nur im Gesamtbereich, sondern auch wenn es um Spaß geht. Der Druide ist für mich aktuell die unattraktivste Klasse im gesamten Diablo 4 Universum. Überraschung! Die Season der Necro ist vorbei. Mit dem heiligen Bolzen-Nerf ist die Machtdemonstration vom Necro vorbei. Zudem ist die Minion-KI immer noch miserabel. Aus diesem Grund landet der Totenbeschwörer nur auf dem 4. Rang. Im Einzelnen setzt sich das Ranking wie folgt zusammen. Im Bereich Speed ist er immer noch mega langsam. Er hat keinen Jump, keine Move-Speed-Erhöhung. Der Necro wird immer die langsamste Klasse sein. Im Level-Bereich ist er allerdings weiterhin ungeschlagen. Denn das Minion-Build kann sogar AFK in der Höllenflut stehen und levelt dennoch schneller als alle anderen Klassen. Und somit ist der Necro natürlich auch auf dem ersten Rang im Casual-Bereich. Denn ein Bild, was nichts tun muss, um wenigstens grundlegend zu funktionieren, ist für Casuals am besten geeignet. Im Endgame ist der Necro allerdings nur noch auf dem 3. Rang. Denn er schafft die 130 nur noch mit sehr viel Mühe. Bestes Bild ist jetzt ganz knapp das Mage-Minion-Bild, gefolgt vom Golem-Bild. Dadurch hat sich das gesamte Ranking vom Platz 1 vor der Season auf Rang 4 verschoben. Aufgrund der schlechten KI der Minions und des für mich unattraktiven Spielstils ist er auch im Fun-Bereich nur Rang 4. Auf einen soliden 3. Platz haben wir den Mage und die Wertung setzt sich wie folgt zusammen. Und zwar im Speed-Bereich auf Rang 2. Er hat einen Teleport und auch sehr gute Cooldown-Reduktion. Zudem hat er einen sehr guten AOE Clear Speed und das sorgt dafür, dass der Mage extrem gut Speed farmen kann. Im Levelbereich gibt es solide Optionen und keine ist wirklich schlecht. Das beste Bild hier ist Flammenwahl oder Incinerate. Platz 3 für Casual Spieler. Weil der Mage sehr einfach zu spielen ist und aufgrund von Flammschild und Eisrüstung sehr gute Überlebensfähigkeiten besitzt. Jetzt eine kleine Überraschung, in Endgame setze ich ihn nur auf Platz 4. Jetzt fragt ihr euch bestimmt warum, denn das Feuerbolt-Bild hat den höchsten Grubenclear von über 140, aber er benötigt dafür sehr hohes Gear. Allerdings sollte man das bei 140 plus auch immer voraussetzen. Zudem muss der Firebolt-Mage aber auch Boss-Fishing betreiben, denn er braucht einen Boss, der Ads hat. Somit muss man knapp 20 Rifts laufen, um dann den richtigen Boss zu erhalten. Und das ist dann für mich keine valide Endgame-Variante, die man dauerhaft läuft.
aus diesem Grund nur Rang 4. Im Gesamtranking landet er somit auf Platz 3. Beste Bild ist wie schon gesagt das Feuerbolt-Bild, allerdings würde ich das ausklammern und Frozen Orb spielen. Farmbereich Platz 3. Das liegt daran, dass das beste Bild, wie schon gesagt, Bossfishing betreiben muss. Allerdings machen das Blizzard und das Frozen Orb Bild richtig Laune. Was bei mir auch immer für gute Laune sorgt, ist, wenn ihr meinen Kanal abonniert, um kein weiteres Video zu verpassen. Kommen wir nun zum Jäger. Im Speed-Bereich ist nichts schneller als der Jäger durch seine Movement-Speed-Erhöhung und durch seine Mobility-Skills. In der Levelphase braucht er etwas Zeit, um durchzustarten. Aber dennoch ist seine Levelphase sehr angenehm, obwohl er da nur auf Rang 4 steht. Für Casuals ist der Jäger nicht zu empfehlen, Rang 4. Der Jäger braucht gutes Gameplay und Positioning, um zu überleben. Dies macht den Jäger nicht gerade casual-freundlich. Im Endgame erreicht der Jäger den zweiten Platz. Mit 3 Builds, die an die 130 kratzen, ist der Jäger sehr gut aufgestellt und somit im Endgame und im Gesamten auf Rang 2. Die besten Builds sind Herzsucher, Schnellfeuer und Andariels Flurry Build. Letzteres benötigt leider ein Über-Unique, damit es überhaupt funktionieren kann. Im Spaßbereich kommt der Jäger durch den hohen Speed und die Build-Variation sowie das actiongeladene Kit des Jägers auf Rang 1. Kommen wir nun zum neuen King der Season, dem Barbaren. Rang 3 im Speed-Bereich mit dem Zero to Hero Build ist der Barb ein extrem schneller Farmer. Und das Beste ist, dass dieses Bild bereits während der Levelphase schon funktioniert. Das beste Level- und Farmbild ist der Zero to Hero Barb. Für Casuals ist der Barb ebenfalls sehr angenehm, denn der Barb hält viel aus und ist sehr einfach und intuitiv zu spielen, ohne dabei langweilig zu wirken. Im Endgame ist der Platz 1. Abgesehen von Feuerbolt-Bild vom Mage hat der Barb den höchsten Gruben-Clear. Bestes Bild ist Flay-Barb, gefolgt vom Dornen-Barb. Das Dornen-Barb würde ich spieltechnisch allerdings nicht empfehlen. In der Gesamtwertung ist wie schon erwähnt der Barb auf Platz 1. Aufgrund der guten Farming-Optionen und Level-Builds und vor allem der unterschiedlichen Endgame-Varianten. Jetzt seid ihr gefragt, denn durch den Mid-Season-Patch gibt es garantiert noch Build-Juwelen, die unentdeckt sind. Solltet ihr Ideen für noch unbekannte Builds haben, schreibt es mir in den Kommentaren. Zudem frage ich mich auch, ob ich in Zukunft die Kategorie Bosse in meine Bewertung einfließen lassen muss. In meinem nächsten Video sprechen wir über die Top-Builds im Detail. Also denkt daran, meinen Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Ich bin Nietzsche und auf diesem Kanal dreht sich alles um Open-World-Spiele und MMOs. And don't forget, we are the Shadow.